Wir haben uns heute hier zusammengeführt, um über Malte und die widerwärtige Tat am Samstag zu sprechen. Wir bekommen teilweise in unserer Bubble gar nicht alles mit, was auf der Straße passiert. Deswegen haben wir jetzt einen Redebeitrag von den Leuten, die ganz vorne immer an der Straße dabei sind. Und zwar von der Fantifa, die für uns diese Gewalttat, diese Gräueltat in den größeren Zusammenhang rückt. Ich hoffe, ich kann dem auch gerecht werden, denn wir wollen hauptsächlich unserer Wut irgendwie Luft machen. Vielen Dank an das kraftvolle Ende von Livas. Vielen Dank, dass so viele heute hier sind. Es ist einfach abgefahren und vielen Dank auch, dass wir heute sprechen können. Wir sind unfassbar schockiert und vor allem sauwütend. Wütend darüber, wie es sein kann, dass Malte in die Situation kam, in der er brutalste queerfeindliche Gewalt erlebt hat. Wütend über die Zustände, in denen diese Angriffe ungehindert tagtäglich in Münster und überall sonst passieren können. Dass wir jeden Tag aufs Neue mit krassester Queer- und Transfeindlichkeit, mit Sexismus und anderen Dingen konfrontiert sind. Wütend darüber, wie breit menschenverachtende Einstellungen in den Köpfen unserer Gesellschaft verankert sind. Sie entmenschlichen uns, sie entwürdigen uns und sie bedeuten im schlimmsten Fall unseren Tod. Homo, Queer und Transfeindlichkeit sind der Grund dafür, dass Malte heute nicht mehr unter uns sein kann. Malte musste heute mit seinem Leben dafür bezahlen, dass unsere Gesellschaft ein krasses Problem hat. Wir sind fassungslos und traurig und vor allem wütend. Maltes Geschichte ist leider kein Einzelfall. Zu viele unserer Freundinnen machen jeden Tag ähnlich gewaltvolle Erfahrungen. Auch in Münster sind Lesben, Schwule, Frauen, Trans, Inter und nicht-binäre Personen jeden Tag frauenfeindlicher und queerfeindlicher Gewalt ausgesetzt. Ich musste durch den Scheiß auch schon durch. Genau. Krass abgefahren und deshalb stehe ich auch heute hier und formuliere die Worte irgendwie. Auch dem Angriff auf Malte gingen lesbenfeindliche Beleidigungen voraus. Und im letzten Sommer wurden bereits, ich gerade schon angeschnitten, mehrmals FreundInnen von uns an verschiedenen Orten, auch auf und um den Hafenplatz herum, homofeindlich beleidigt, bedroht und geschlagen. Und in Greven wurde gerade erst eine Frau von ihrem Nachbarn ermordet, weil sie seine Annäherungsversuche abgewiesen hat. Das alles sind Beispiele für patriarchale Gewalt, die nicht nur gesellschaftlich produziert, sondern strukturell verankert ist, die geduldet wird und bei der konsequent weggeschaut wird. Und wieder mal fragen wir uns, warum erst deutlich wird, welche Probleme diese Gesellschaft hat, wenn Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlen. Im Patriarchat und im Kapitalismus sind es insbesondere unsere Körper, die Körper von Flinters, die Körper von Frauen und Queers, die untergeordnet, fremdbestimmt und ausgebeutet werden. Und das ist leider der Normalzustand. Wie wir eben schon gehört haben, und darauf möchte ich ganz besonders nochmal hinweisen, auf Staat und auf Polizei können wir uns nicht verlassen.
Und auch wenn es tolle Menschen bei euch gibt, wenn wir ehrlich sind, auf die Kirche als Institution auch nicht. Parteien mit scheinheiliger Symbolpolitik helfen uns nicht. Und sowieso kein Unternehmen mit, ja, gehissten Pride-Flaggen, was auch immer das sein soll, Alter. Und wer, wenn nicht wir selber, soll uns vor dieser Gewalt schützen? Lasst uns füreinander sorgen, uns zusammenschließen. Denkt dran, geht in Bezugsgruppen auf Demos, seid vorbereitet, achtet aufeinander und steht füreinander ein. Lasst uns kollektiv zurückschlagen. Wir sind wütend. Wütend, was Walter angetan wurde. Und wütend über die gesellschaftlichen Verhältnisse, die diese Gewalt bedingen und ermöglichen. Lasst uns gemeinsam den Raum für diese Wut nehmen. Und lasst uns diese Wut auf das kapitalistische und patriarchale Ganze nicht nur auf die Einzelfälle richten, indem wir gemeinsame Wege suchen, diese Verhältnisse zu überwinden. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir nehmen die gewaltsame Kategorisierung unserer Körper in zwei Geschlechter nicht hin. Wir lassen uns nicht aus der Öffentlichkeit drängen. Wir wollen, wir können und wir werden uns wehren. Und wir können eine Gesellschaft aufbauen, in der wir frei sind. In der wir frei über unsere Körper und auch über unsere Arbeitskraft verfügen. In der niemand Anspruch auf unsere Körper erhebt und in der alle ein gutes Leben haben. Ohne transfeindliche und sexistische Gewalt und den ganzen anderen Scheiß auch. Genau, es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass der Kampf auch nur gemeinsam geht. Das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber... an alle da draußen, die uns entmenschlichen und im Zweifel bereit sind, uns körperliche Gewalt anzutun. Und besonders an das misogyne und queerfeindliche Arschloch, dem Malte leider über den Weg gelaufen ist. Wir wissen noch nicht, wer du bist. Aber wir kriegen dich. Wir kriegen euch alle.